Guten Abend und herzlich willkommen zu den Gamswelt-Nachrichten. Ich bin der Pimin, schön, dass ihr am Start seid. Morgen ist wieder Freitag, da gibt es eine neue Folge InsideCoin für euch. Schaut die gerne an. Ich habe folgende vier Themen für euch dabei. Skull and Bones. Ja, dreimal könnt ihr raten, natürlich wurde das erneut verschoben. Der große Xbox und Bethesda Developer Direct Stream wurde angekündigt. Der Game-Streaming-Dienst Ubisoft Plus kommt wahrscheinlich bald auf die Xbox und dann befindet sich noch ein neues MechWarrior in Arbeit. Wenn ihr auch in Zukunft immer auf dem Laufenden bleiben wollt und nichts mehr verpassen möchtet, lasst uns jetzt gerne ein Abo da und drückt auf die Glocke. Viel Spaß mit den News. Surprise! Wer hätte das gedacht? Skull and Bones wurde verschoben. Okay, wem mache ich eigentlich was vor? Sind wir mal kurz ehrlich, mittlerweile hat das niemanden mehr gewundert. Ubisoft hat seine Finanzziele für das Geschäftsjahr 2022 und 2023 angepasst und ein paar Änderungen vorgenommen. Und siehe da, Skull and Bones wurde verschoben, mittlerweile zum sechsten Mal, also das halbe Dutzend ist voll. Ist aber kein Anlass, das zu feiern. Konkrete Infos zur erneuten Verschiebung gab es leider nicht. Es wurde lediglich gesagt, dass die zusätzliche Zeit dafür genutzt werden solle, um eine ausgereiftere und ausbalancierte Spielerfahrung zu liefern. Der Bericht verriet dann auch noch, dass drei komplett unangekündigte Spiele eingestampft wurden. Welche Titel das genau sind, das lässt sich nur spekulieren. Wenn ihr aber ein paar neue Infos zu Skull and Bones wollt, da lässt Ubisoft schon bald welche vom Stapel. Und zwar morgen am 13. Januar um 18 Uhr, da gibt es einen Livestream. Wir haben erst vorgestern darüber berichtet, nun ist es offiziell. Microsoft richtet einen neuen Livestream aus. Die Xbox und Bethesda Developer Direct startet am 25. Januar, hierzulande um 21 Uhr. Im Mittelpunkt stehen dabei umfangreiche Gameplay-Showcases und Release-Daten, die zum ersten Mal geteilt werden und in den nächsten Monaten erscheinen. Konkret wurden Redfall, Minecraft Legends, Forza Motorsport, The Elder Scrolls Online und der kommende First-Person-Shooter von Arkane genannt. Für alle, die sich jetzt fragen, hey, wo ist Starfield? Laut Gerüchten soll das innerhalb einer eigenständigen Show ausführlicher gezeigt werden. Abo-Dienste für Videospiele werden ja immer beliebter, gerade der Xbox Game Pass zeigt, wie erfolgreich und auch gut so etwas sein kann. Nun will auch Ubisoft auf den Konsolen mitmischen, gerade auf der Xbox. So sind nämlich erst kürzlich einige Spiele mit der Kennzeichnung Ubisoft Plus im Xbox Store aufgetaucht. Darunter sind Titel wie Assassin's Creed, Far Cry, The Division oder Watch Dogs. Da wird die Ankündigung wohl nicht lange auf sich warten lassen. Interessant wird es allerdings, ob Ubisoft Plus wie EA Play dann in den Xbox Game Pass integriert wird oder nicht. Die MechWarrior-Reihe geht weiter. Nach dem letzten MechWarrior 5 Mercenaries aus 2019 bestätigte nun der CEO vom Entwickler Piranha Games die Entwicklung an einem neuen Ableger. So werden unter anderem vier DLCs für MechWarrior 5 veröffentlicht, aber eben auch ein komplett neues Spiel. Dabei handelt es sich nicht um ein MechWarrior Online 2, es wird vielmehr ein MechWarrior 5, aber eben halt als eigenständiges neues Produkt. Genaueres wollte man dazu erstmal nicht sagen, die Ankündigung soll aber noch irgendwann in 2023 erfolgen, vielleicht auch erst im Herbst. Und damit bedanke ich mich noch sehr herzlich bei euch fürs Zuhören. Würde mich freuen, wenn wir uns auch morgen wieder hören, hier bei den Gameswelt-Nachrichten, wie immer um 19 Uhr. Ciao!